Okay, Leute, es geht weiter. Ach ja, die Kinder der Dunkelheit. Vergesst nicht zu sagen. Also, nochmal. Willkommen zur neuen Folge der Kinemat-Serie 3856 Days. Meine Kinder der Nacht. Er ist nicht hier. Was? Er kannst du nicht? Und du nennst dich einen Helden? Das kommt von der Arena. Etwas mehr Leidenschaft. Konzentrier dich. Okay, nächste Übung. Bleib in Bewegung. Keine Pausen. Das sieht so stumpf aus. Das kannst du besser. was für ein Sklaventreiber hier. DMX? Ich würde nach 10 Minuten heulend wegrennen. Ist ja nichts anderes bei dir gewohnt. Bist du schon mit allen Herzlosen draußen fertig? Du hast ja mitgemacht. Womit? Oh ja. Ja, die haben sich mit den Falschen angelegt. Ich bin früher fertig geworden, also wollte ich mal vorbeischauen und sehen, was du so treibst. Ich bin immer noch nicht fertig. Nein? Nun kein Thema. Ich suche mir eine ruhige Ecke und entspanne ein bisschen. Ist klar, Demix. Der wird viel härter trainiert als ich. Warum wird er so angetrieben? Wenn er so gute Arbeit macht, ist er so viel stärker als ich? Du bist stärker, Roxas. Du bist stärker. Das kann ich dir jetzt schon sagen. Okay, Herc, das war's für heute. Hol dich für den nächsten Kampf aus. Hey, da ist ja mein Anfänger. Bereit fürs Training, Kleiner? Sag mir, wenn das losgehen kann. Okay. Ach, ich hasse dieses Training mit ihm. Ah, da ist die Truhe. Okay, komm, du willst trainieren? Dann machen wir es mal. Alles klar, dann fangen wir mal an. Bist du bereit fürs Training, Kleiner? Ja. Und was für ein Training kommt jetzt? Wir müssen ja, um sie zu besiegen. Oh! Den kann ich ja besser gebrauchen. Ich hasse das. Komm jetzt. Okay, ich habe meine Mission eigentlich schon erfüllt, aber ich will mehr Herzen sammeln. Ja, geht ja. Ich hoffe, du lernst schnell dazu. Ja. Ja, 100 Punkte mache ich, klar. Yep. Ich versuche die jetzt einfach mal stumpf anzugreifen. Ja, bewerb die Fester. Ja. Komm. Du
Besiege ich die schneller damit? Ich weiß es gar nicht. Eigentlich schon. Wer hat dich jetzt gar... Deswegen hasse ich diese Großmäuler. Weil sie sich alle gegenseitig heilen. Ich glaube, in der nächsten Runde schaffe ich das. Ja, leck mich. Leck mich einfach, leck mich. Ich will nur die Punkte sammeln. Ja, ich will es nochmal versuchen. Ich hoffe, ich habe die Magie wieder voll. Wenn nicht, dann habe ich ein Problem. Ich versuche einfach mal mit denen hier das zu machen. Ey, das schaffe ich doch noch. Ey, halt euch nicht gegenseitig, Mann. Komm. Ey, das schaffe ich noch. Ey, da hätte ich lieber das andere Schlüsselschwert mitgenommen. Komm. Komm wegen den Herzens. Okay, jetzt hätte ich das auch voll bekommen. Okay, alles komplett. Ja, leck mich. Ich weiß, bei meinem letzten Let's Play habe ich das nie komplett gemacht, also die herzlosen, sammeln hier. Gut, aber das reicht für heute. Ich muss schon sagen, Kleiner, ich bin beeindruckt. Ich glaube, du bist soweit. Du kannst jetzt jederzeit an den Spielen teilnehmen. Wirklich? Yep, erstmal beim Pokal für Anfänger. Auch wenn du keinen vorderen Platz belegst, wirst du eine anständige Show abliefern. In der Zwischenzeit trainieren wir ordentlich weiter, damit du in Form bleibst. Wo wir gerade davon sprechen. Wer war das, den du von mir trainiert hast? Ach, Herk, ein weiterer Schüler von mir. Ist schon eine Weile her dabei. Warum lässt du ihn so viel härter trainieren als mich? Ach, ist er so stark? Aber sicher, er ist ein Held, Kleiner. Du würdest ein solches Training nicht auch durchhalten. Und das nicht das Einzige. Was? Er ist etwas Besonderes. Er ist vielleicht der Beste, den ich je trainiert habe. Ich setze große Hoffnung in ihn. Er wird mein Glück... Goldkind? Goldkind? Goldkind, ey? Hemm genug zu Herk. Kümmer dich darum, für das Turnier in Form zu sein. Ich habe zwei Hinweise für dich. Essen. Schlafen. Kacken. Nein, trainieren. Vergiss nicht, ich setze große Erwartungen in dich, Kleiner. Arbeiten die Leute härter, wenn sie Erwartungen haben? Die Organisation erwartet von mir die ganze Zeit, dass ich harte Missionen erfülle.
Sind Erwartungen nicht das gleiche wie Befehle? Gute Frage. Tut mir leid, Kleiner, aber ich muss leider weiter. Ich habe ein paar Dinge zu Nymphen jagen. Ja, ist klar, du Perverser mit den dicken Oberarmen. Ich schätze, das war's dann. Ich gehe zurück zum Schloss. Ach, wir müssen noch den Mix abholen. Da ist er ja. Hey Roxas, fertig? Was hier? Was ist, Mann? Du siehst so seltsam aus. Guck dich erstmal an. Was unternimmst du normalerweise für Missionen? Ich hauptsächlich Aufklärungsmissionen. Keine herzlosen Jagd? Nein, sowas Anstrengendes mache ich nur selten. Aber wird das nicht von dir erwartet? Ja, sie kennen sich aus. Sie wollen, dass der Laden läuft und setzen darum das richtige Werkzeug ein. Und das bin ich? Das richtige Werkzeug? Ist da drin irgendwas passiert, Mann? Nein, ich habe nur nichts. Unsere Mission ist abgeschlossen. Wir kehren jetzt zum Schloss zurück. Okay, wie viele Missionen sind dann übrig? Noch zwei. Schon wieder ganz alleine? Ja. Ich will mal echt wissen, wo sie ihr Eis irgendwie hinstecken, damit sie das irgendwie immer schnell rausholen können. Die halten mich in letzter Zeit ganz schön auf Trab. Shion auch. Ja, kein Scherz. Komm schon, was machst du für ein Gesicht? Was für ein Gesicht? Er will wohl nicht darüber reden. Okay. 3, 2. Und so. Tag 155. Ein normaler Tag. Ich glaube, ich mache ein anderes Schlüsselschwert. Das ist echt kacke. Mit denen kann ich echt nichts machen. Ich brauche mal einen Freiraum. Habe ich kein anderes mit... Versteckte Fähigkeit. Was ist die versteckte Fähigkeit von ihm? Defender Schild. Mit einem leichten Abwehrboost, wenn du wenig LP. Achso, gut. Oh. Oh, geiles Schlüsselschwert. Ich glaube, ich erhöhe noch die. Die Angriffskraft ein bisschen, damit das mal ein bisschen stärker wird. Speichern und. Das Schlüsselschwert sieht heftig aus. Nicht wie das andere da. Und demnächst bist du jetzt wieder. Ach, ich rede einfach nicht mehr mit dir. Es hat irgendwie keinen Sinn, mit dem zu reden. Sammle Herzen. Besiege herzlosen Helmutan und sammle Herzen. Nimm dich vor den Schneekristallen auf. Erledige sie mit Feuermagie. Okay, danke, dass du mir das gesagt hast. Das werde ich jetzt auch machen. 100 Pro, das werde ich jetzt machen. Ich werde diese Bastarde von Gegnern so verbrennen. Feuer hierhin. Und ein bisschen Feuer dahin. Und ein bisschen Feuer dahin. Ich glaube, ich kann noch ein bisschen Magie auch noch dazu reinmachen. Das werde ich auch gleich machen danach, nach dieser Mission. Sammle Herzen. Okay. Dun, 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 dun. Ich mag einfach Halloween Town. Das ist die geilste Stadt. Oh, Truhe. Phantom-Mode. Okay, das werde ich demnächst ausrüsten. Was bist du denn? Okay. Das ist seltsam.
Was denn seltsam, Roxas? Erzähl doch mal. Wo sind all die Herzlosen hin? Ich hätte schon längst welche sehen müssen. Und was ist das? Ein Grinseballon. Das war das letzte Mal nicht da. Was ist das denn? Ach so. Wenn ich dann nach Y drücke, dann kommt eine Combo. Verstehe. Ah, das Winkelstein und Jacks Skeleton. Und Doktor, was denken Sie? Ich habe ein paar neue Ideen für Halloween Town umgesetzt. Oh. Die Ballons haben es in sich. Wer sie berührt, kann sich auf einen Schock gefasst machen. Aha, interessant. Sag mir auf jeden Fall Bescheid, wenn du wieder so eine Idee haben solltest, Jack. Mach ich, Doktor. Okay, was ist das Schreck, wenn man den berührt? Es reicht immer noch nicht. Zu einem richtigen schrecklichen Halloween fehlt noch etwas. Okay, geht wieder ein bisschen überlegen. Was passiert denn, wenn man das berührt? Ich weiß es, das haben sie. Die haben es in sich. Ist da etwas drin? Ja, dein Ziel. Hä, ich dachte, da kommt jetzt was raus. Da habe ich mich wohl geirrt. Heil Potion. Okay, jetzt hat es mir das neue. Oh. Ey, das macht einen heftigen Schaden. Okay, da fehlt mir jetzt nur eine Truhe. Die sterben ja richtig schnell. Aber das ist gut. Aber ich glaube, ich mache dieses Phantom-Schwert rein. Oder Phantom-Mode-Schlüsselschwert rein. Ich bin nicht richtig erinnere, war das ein geiles Schlüsselschwert, wenn man so bedenkt. Rein. Ah, das Zero. Was könnte das sein? Was fehlt? Was ist Zero? Ich zerbreche mir gerade den Kopf. Hölle schon 18 Minuten? Ist mit dem Ballon da irgendwas Besonderes? Ja, das da. Das kam unerwartet. Da ist ein Herzloser rausgekommen. Wie seltsam, sowas habe ich nicht daran reingetan. Aha, jemand wollte die Sache noch schrecklicher machen und hat einen Herzlosen hineingetan. Brillant! Ich überlege besser weiter, sonst haben die anderen alle gute Ideen zuerst. Na klar, ich hab's! Geiles Hündchen. Du hast versucht, mir einen Hinweis zu geben, was, Zero? So ein guter Junge. Du hast dir was Süßes verdient, hier ein Knochen. Den ich aus meinem Popo-Knochen rausgeholt habe. Ach ja, jetzt kommt das, was mit... ich weiß jetzt wieder. Ich muss schnell zurück zu Dr. Finkelstein Labor. Diese neue Idee wird ihn sicher umhauen. Dun, 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 dun. Und wo hat sich Roxas versteckt? In einem Grabstein oder wie? Das schwebende weiße Ding kann also Herzlosen riechen? Wenn ich ihm einen Knochen gebe, verrät es mir vielleicht, wo ich diejenigen finde, den ich suche. Ja, das ist das jetzt. Ja, überall sind Knochen versteckt und er wird uns zeigen, wo. Er wird uns jetzt zeigen, wo ein Herzloser ist.
kommst du her? Danke. Ach du Scheiße. Lass mich Schluss. Habe ich gerade das Grab da getroffen? Der wollte mich wieder von hinten packen. Ey, wie soll ich da denn hochkommen? Alle beknackt. Ach, ich muss... gefunden. Huh? Fuck. Ah. Wieder erwischt. Weg hier. Wohin? Zu unserem Geheimversteck. In aller Welt. Das sind dieselben Kinder, die mich schon einmal geärgert haben. Was wollen die bloß? Das erfahren wir im nächsten Part.